Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Freitag, hier dem ersten Freitag im neuen Monat, dem Februar, hier beim JFD-Devisenradar. Und der erste Freitag bekannt für die Non-Farm Payrolls für den US-Arbeitsmarktbericht, gar keine Frage. Drum sicherlich auch für jeden interessant, was denn hier so den Euro umtreibt, beziehungsweise wie man diesen hier jetzt heute einschätzen kann. Wir werden überdies heute noch eine Live-Sendung beim JFD Live Trading TV machen zur Bekanntgabe zur Veröffentlichung eben hier 14:30 Uhr. Da schon mal vorbereiten, da werden wir definitiv auch nochmal on air gehen. Bis dahin wollen wir uns jetzt aber erstmal die Vorausschau angucken der heutigen Tendenzen. Und ja, wir sehen im Prinzip zunächst hier in der Wochentagsübersicht hier einen schwachen Freitag, natürlich der Euro generell seit Monaten hier im starken Korrekturmodus. Insofern auch nicht überraschend, dass wir mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen hier tendenziell gerade zum Wochenende, zum Wochenabschluss hin hier eine schwache Tendenz haben. Mittwoch ganz schwach, Donnerstag ja schon leicht besser, aber hier Freitag mit 44% positiver Schlusspreise jetzt auch keine Bombe in Anführungszeichen, um hier großartig rein statistisch gesehen den Freitag als bullischen Tag auszurufen. Insofern mal beobachten, was der Markt macht. Wir hatten vorhin im JFD Desktop auch schon mal die FTSE-Vektor Intraday-Tendenzen beleuchtet. Das werde ich Ihnen dann im Nachgang nochmal zeigen. Jetzt wollen wir aber erstmal den Tagesschart uns kurz betrachten und der stellt sich hier natürlich so dar, dass Euro-US-Dollar hier seit den Tiefs, seit den Mehrjahrestiefs hier vom Januar, eine gewisse Erholungsbewegung erfährt aktuell. Ohne viele Linien, ohne viel Schnickschnack sehen wir hier die letzten Tage in einem Erholungsmodus, wenngleich gerade die Unsicherheit während der jüngsten 3 Handelstage deutlich wird, positiver Tag, negativer Tag, positiver Tag, aber alles letztlich hier in einer Range, die sich hier dann tatsächlich grob einfangen lässt mit so einem Art Rechteck, wie ich das immer gern mache. Und in dem Zusammenhang kann man mal abwarten, wo es denn da heute Nachmittag hingeht. Aktuell erscheint, zumindest bis zu den Non-Farm Payrolls, eine fallende Tendenz eher zu begrüßen, auch im Sinne der Wochentagsstatistik ohnehin. Und das wollen wir uns jetzt nochmal hier im konkreten Intraday-Chart anschauen, hier auch im Stundenchart-Intervall. Da sehen wir hier mehrere Tendenzen. Zunächst einmal die Range, aber wenn man hier auch mit klassischer Charttechnik angreift, dann sehen wir hier einen Abwärtstrend, den wir haben. Und wir sehen hier auf der Südseite zumindest 2 Auflagepunkte, die hier so eine Art Aufwärtstrendtendenz initiieren, verdeutlichen. Und wenn wir uns jetzt noch ein Stück weiter reinzoomen in das aktuellere Geschehen, dann sehen wir, dass wir nach dem gestrigen scharfen Erholungsimpuls nach oben jetzt durch die Bank weg in der Asia-Session rückläufige Preise vollziehen. Euro-US-Dollar aber bislang in Anführungszeichen auch nur 33 Pips gelaufen. Also auch noch keine Welt. Der Schnitt beim Euro-US-Dollar liegt hier aktuell während der jüngsten Zeit hier im Bereich 140 Pips. Also hier dürfte durchaus noch was im 100er Bereich kommen. Zunächst, wie gesagt, aber rückläufige Preise wahrscheinlich bis zum Daily Pivot Point. Das ist schon mal in Anführungszeichen groß anzunehmen, dass wir hier diesen Bereich anlaufen. Und dann kann man auch mit dem Hoch hier vom 27.01. und den letzten Stauzonen hier schon mal einen marginalen Supportbereich in den Chart legen, der hier zunächst für eine kleine Stabilisierung sorgen könnte. Es deutet sich aber weiterer Abwärtsdruck an, gerade nach dem gestrigen Erholungsschub und auch hier im gleichsam Verlaufsspiel der vergangenen Tage, also positiv, negativ, positiv, negativ, sollte sich zumindest heute erstmal hier eine weiter fallendere Tendenz erschließen. Und dazu passt auch, und das haben wir wie gesagt im JFD-Stream ja schon gepostet. Moment, da ist der richtige Chart. Den holen wir jetzt mal rüber. Hier praktisch die Chartbeschau rechts oben vom Euro-US-Dollar während der heutigen Session und wir sehen hier, die Fuzzy-Logik hat schon den ersten Rückfall relativ gut eingefangen. Jetzt hier möglicherweise eine kleine Stabilisierung, um dann letztlich hier bis in den Nachmittag hinein richtig nach unten durchzurauschen. Das zumindest mal die Tendenz hier zu den Non-Farm-Payrolls 14:30 Uhr. Rein tendenziell hier wohl nochmal einen Peak nach unten abzusehen, der dann allerdings sich in eine wieder steigende Bewegung bis zum Abend hin auflösen könnte. Das wird interessant sein zu beobachten, ob dies tatsächlich der heutige Fahrplan sein kann. Hier Tiefs im Bereich 13,60, um dann eine Erholung bis 14,10 etwa zu sehen, wenn wir uns das nochmal hier auf dem Live-Chart anschauen. 13,60, das wären hier ungefähr Niveaus dieser Aufwärtstrendlinie, Support Level 1, also hier durchaus akzeptabel, dass es hier Rücksetzer bis zu diesem Niveau gibt, um dann letztlich hier, je nachdem, wie die im Arbeitsmarktdaten aufgenommen werden, es wird ja hier
Einerseits, da gibt es natürlich immer wieder unterschiedliche Ausrichtungen, aber hier ex-agrar wird hier praktisch mit einer Schaffung von neu geschaffenen Stellen im Bereich 231.000 gerechnet, nach zuvor 251-252.000. Das darf man mal beobachten, ob hier tatsächlich so viele neu geschaffene Stellen in Auftrag, hätte ich fast schon gesagt, also in Erscheinung getreten sind. Die Arbeitslosenquote selbst übrigens an dieser Stelle auch hier bei 5,6% zuletzt und wird hier unerwartet erwartet sozusagen vom Analystenbereich, von dem Markt. Analysten und da darf man mal sehen, wie der Markt eben die Daten aufnimmt. Wir hatten ja gestern schon Vorabschätzungen, eine andere Arbeitsmarktberichtauflösung in den USA. Da gibt es natürlich hier im Quotenland sicherlich immer wieder mehrere Versionen. Da ging es um die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche und die fielen ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Insofern muss man mal sehen, wie der Markt die Daten heute aufnimmt. Das ist natürlich immer ein bisschen Ping-Pong. Und insofern verlasse ich mich hier gerne auf die Preisstrukturen. Zu News kann sich natürlich immer vieles tun. Da kann auch die Fuzzy- und Vektorlogik eine Kerbe erfahren, die dann plötzlich in eine ganz andere Richtung bläst. Gar keine Frage. Aber aktuell passt das Bild hier technisch mit der Fuzzy-Vektorlogik zusammen. Und diese lässt hier vorausschauend durchaus einen schwächeren Euro gegenüber dem US-Dollar erwarten für heute. Wir werden sehen, wie der Tag ausgeht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie hier 14:30 knapp vorher nochmal einschalten. Da werden wir uns, wie gesagt, die Live-Situation am Markt anschauen. Und ansonsten wäre ich eigentlich schon heute durch für den Devisenradar-Überblick. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen in jedem Fall nochmals gute Handelsstunden. Warten wir mal ab, was passiert bis 14:30 Uhr. Eventuell ist der Markt in einer Lethargie gefangen bis dahin und danach gibt es erst richtig Momentum. Wir werden das, wie gesagt, beobachten. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein, schauen Sie im JFD-Test vorbei. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer.